Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind ja gestern mit Brunnen gestartet und sind jetzt bei unserem ersten Endgegner dann. Endgegner. Bei unserem ersten Crusher. Wasser verteilen, dass wir da wieder ein bisschen was mit Elektro machen können. Da haben wir unsere Öl, da können wir ein bisschen mit Feuer entdecken. Feuer haben wir, da haben wir dann noch zwei. Die können wir auch da drinnen noch verteilen. So, dann haben wir da, was haben wir denn da jetzt noch? Ah, nicht viel, ne? Da mit den Dolch auch noch. Ist interessant, dass der mit 103 sogar. Habe ich glaube ich noch nie verwendet. Macht nichts. So, dann haben wir das Brecheisen. So, das ist jetzt alles so wieder nicht sortiert. So, na dann hol man. Holen wir uns den kleinen Typen. Anyone copy? Over. I hear you. I'm Dr. Reed. Did you hear my message? Where are you? I'm at the Halpern Hotel. I'm trying to contact the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think you might be infected? That's where things get interesting, Doc. Name's Bruno. Bitten last night, but no worries, I got better. You got bit? Oh my god. If it's worth anything to you, you may be talking to an immune survivor. Oh, it's worth something, all right. We've been looking for you. Well, someone like you for our vaccine program. Yeah, real sorry, Doc. I'm gonna have to call you back. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? That is the only thing I You have to get it! Can you hear me? Jeez. Bruno, you may not kill the bride. Is what I heard somebody say. It was a
Bei der Hälfte zusammenkommen, die vier Versuche von heute voll. Geht schneller als die letzten Male. Mit der chemischen Bombe ist das gar nicht so schlecht. No. Doc, I'm back. You there? Over. You there? Thank God! What happened? A big problem taken care of. Listen, I gotta talk to my people, but when we figure out how to get to Santa Monica, I'll let you know, okay? Okay. It's vital you stay alive. Great suggestion, Doc. I'll keep that in mind. So... About time I got back to Emma's place. Da haben wir neue Karten. Dann haben wir da schon wieder neue Karten. Was ist das? Der Rutschangriff ist das, okay. Der Rutschangriff. Ja, den werden wir mal ausprobieren. Den werden wir dann mal. Ah, da war halt nur eins gestanden, okay. Gut, dann werden wir da. Getting to Santa Monica won't be easy, but if I can get everyone suited up, I'm sure we can make it together. Okay. Okay. Ja.
So, wir müssen definitiv noch einmal herüber. Die Frage ist jetzt natürlich. Achso, da haben wir den Major irgendwo. Achso, den Major haben wir ja schon. Also, können. Achso, haben wir schon aufgesperrt? Wir haben schon aufgesperrt? Okay. Ja, wenn wir schon aufgesperrt haben, ist auch okay. Da kommen wir wieder ins Hotel. Achso, das können wir noch gar nicht nutzen. Ach Gott, ja, wir waren ja noch nicht Blue Crab. Wir müssen jetzt auf Fuß zurück. Das wird aber anstrengend. Na gut, macht nichts. Ist halt so. So, das ist jetzt der erste Crusher. Und bei den Aufzeichnungen. Genau. Und das fehlt bei Dani. Also da fehlt mir diese eine beim Aufzug. Ah, blöd. Ah, gut. Okay. Okay, sie sind jetzt alle weg. Das ist auch nicht schlecht. Bitte schön. Gut, dann werden wir da mal den Golfschläger, wenn wir mit zerlegen. Das haben wir da alles schon. So, dann. Wie schon aus Dead Island 1 bekannt, immer auch die schlafenden Zombies. Ach Gott. Ah. Okay, wenn man sich das Medipack verwendet, dann funktioniert das auch bei denen. Kann man sich vielleicht einmal merken. Ah!
pues creo que no tengo un momental. Ok. Okay, das sind beide Kisten abgesperrt. Okay, gut. Also da gibt es dann eine Suchmeldung nach Jamal. Und am Schluss kriegen wir seinen Butterschlüssel. Aha, jetzt steht der hinten da und da steht auch noch einer. Die andere Bombe jetzt nicht hochgegangen. Da soll er brav essen gehen. Jetzt geht er los, okay. Ja, da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, weil der schlägt einmal zu und du bist hinüber. Ich glaube, da werden wir dann wieder statt dem Futter, werden wir wieder den. Nehmen wir einen Fleischkühler, genau. Nur dass wir nicht von hinten angegriffen werden, immer schön aufpassen. Das könnte man probieren. Und wenn man es da noch geht, war das natürlich auch nicht schlecht. Halt ihr Geld? Post herum. Haha.
Okay. Well. Lang anhalten tut's noch nicht. Die Chemiebombe hat jetzt nicht so unbedingt den Effekt, den ich erwartet habe. Hält sich der? Nein. Da geht's eigentlich ziemlich straight durch, noch einmal. Okay, jetzt. Noch einmal, sehr schön. So, nehmen wir den Dolch da mal. Hm? Schauen wir mal. Jetzt haben wir so, das ist Schlüssel zu den Militärvorräten. Das ist der Drill Sergeant. Ich glaube, das war jetzt der erste Schlüssel, oder? Ah, nicht schlecht, okay. Den werden wir mal kurz wegschmeißen. Dann werden wir den nehmen. Dann werden wir den zerlegen. Bei Schwarz können wir ja nicht verkaufen, nicht wahr? Wissen wir. Und den Kran wieder nehmen. So, gut. So, und dann werden wir das gleich reparieren. Das macht Sinn, und dann haben wir da unser erstes. Und die sind ja jetzt eigentlich relativ nah beieinander, nicht wahr? Also da haben wir dann 31 den Drill
sehr geahnt, Sergeant. Und das ist dann die Militär Vorräte. Kiste. Und da gibt es ein Militärmesser der Wachsamkeit. Also Wachsamkeit, das ist hinten unten. Ja, dann werden wir das auch zerlegen. Mal sich das anschauen da. Dieses schwarz-weiße Schild. Das heißt dann Guardian. Im Englischen und im Deutschen wahrscheinlich. Wachwächter oder so irgendwie. Ne? So, jetzt haben wir den Schlüssel zu den Militärverräten. Der steckt fest, den haben wir gleich woanders. Also das ist jetzt sicher nicht unbedingt das Schlechteste, wenn so einer irgendwo herum hier in einer Endlosschleife. Nur die kommen dann später teilweise irgendwo heraus. Und nicht so weit weg von dir, sondern eigentlich dann teilweise sogar direkt in dir. Also der kann jetzt plötzlich dann da neben dir stehen, ne? Wenn der da in der Endlosschleife spazieren geht. Wow, tricky. 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 Ah, das haben wir in der Hand, okay. So, das haben wir in der Hand. Okay. Kopf. So, gut. Dann müssen wir wieder zurück nach Bel Air. Können wir natürlich gleich ein paar verkaufen. One foot out the city. Once I deliver the news to Emma, I'll have a whole team to plan the next step with.
Ach so, ja, das ist jetzt die erste Nebenquest. Someone's having fun at least. Oder wäre die erste mit Amanda? Die werden wir dabei natürlich einmal komplett ausschlossen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Nacht haben. So, da haben wir noch keinen Brief von unserem Poster. Ja, da liegt nachher später ein Brief. Das ist dann die Suchmeldung nach dem Postboten. Der Kabeltyp. Der Kabeltyp ist natürlich super. Ja, er ist eh super. Aber wir brauchen natürlich jetzt eine andere Waffe, da werden wir sich, den werden wir sich nehmen, da den Baseballschläger. Amek, geht's noch, ne? So, der Malma, ja genau, der sollte Geschichte sein, richtig. Den hat unser Kabeltyp da erledigt. So, dann haben wir da unseren Schlüssel. So, dann werden wir da im Rucksack natürlich gleich das nächste zerlegen. Schätzen wir natürlich einmal den Rechen. So, das ist dann wieder in Bel Air, ne? Magen Schlüssel vom Kabeltyp. Und dann müssen wir nicht weit zurückgehen. Er ist dann hier. Da haben wir jetzt Radmutternschlüssel. Na bitte. Also irgendein Wagenheberschlüssel.
des Elektroschocks. Na bitteschön. Ja, vom Elektrotyp natürlich nicht anders zu erwarten, dass der da schon einen Elektroschock-Mod drauf hat. Ne? Und wenn drunter, unter diesem Symbol da, unter diesem violetten Symbol jetzt ein Schloss wäre, dann könnte man das nicht wegnehmen. Also so können wir das, und da den Guardian, den kann man dann wegnehmen und dann kann man sich die Goodies holen, die da verbaut wurden. Aha, da steht jetzt nur einer. Also die Malma machen wir jetzt nichts mehr aus. So, dann haben wir da jetzt da für den nächsten, da werden wir die Keule hier mal weggeben. Da vorhin steht schon wieder einer. Wer bist du? Ein Schlürfer. Ah, da haben wir das Wasser aufgemacht. Sehr gut. Nehmen wir das zusammengebracht. Dann ist alles Wasser offen. Dann haben wir die Sprechanlage von unserer Nebenquest, die wir noch nicht machen. Da warten wir auf eine Schusswaffe. So, der merkt ja das, dass wir das ausgebaut haben, das ist gut. So, die hängen wieder da oben, die wir da oben geschossen haben. Es ist keine Batterie drinnen und es wird der Alarm trotzdem ausgelöst, also da auf jeden Fall vorsichtig sein. Dann kommen kehrt. Mal gesehen hätte ich sie nicht. Und jetzt sind wir da wieder bei Emmas Haus. Ja, so weit, so gut. Da sind wir jetzt. Von ihr kriegen wir dann später eine Quest. Lighten up, friends. Future's looking bright. So, wir haben jetzt hier den
Das Feuer mit den Nahkampfwaffen. Das finden wir da. So, dann können wir jetzt verkaufen. Na, zuerst werden wir. Zuerst werden wir reparieren. So, dann werden wir mal tauschen. Das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Das schaut ziemlich gut aus, ja. Das heißt, die, die wir nicht in der Hand haben, können wir jetzt tatsächlich verkaufen. Das schaut einmal sehr gut aus. Und dann können wir jetzt einmal schauen. Wir haben da den Dings. Da M. Wir haben jetzt da überall den Elektro-Ding drauf. Den können wir jetzt da wegnehmen. Und das Feuer drauf geben. Da können wir jetzt. Was haben wir denn eigentlich? Naja, viel haben wir noch nicht. Ausgewogenheit genau drauf geben. Und das war es dann auch schon wieder. Für die Waffe. So, was haben wir da? Nehmen wir da auch das Feuer. Den Beschützer. Beschützer heißt es, ja, okay. Ja, da haben wir natürlich dabei nichts. Das ist also. Die haben wir schon. Okay, na, das sind ja nicht so viel. Gut, okay. So, Händler. Wir haben 48 Schrott, ne? Dann werden wir mal 13 verkaufen. Gehen wir mal auf die 35, oder? Na, gehen wir auf 30. 30 schaut gut aus. Und da haben wir immerhin 1000. Schaut gut aus. So, jetzt haben wir. Aha, der hat nur 2 Sicherungen. Die werden wir mal beide einverleiben. So, dann hat er Draht. Da haben wir 30, da haben wir 30, da haben wir 30, da haben wir wenig, da haben wir auch wenig. Da haben wir auch wenig. Ah, Schießpulver schon wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das brauchen wir zwar jetzt noch nicht, aber je mehr das wir nachher haben, desto einfacher wird das nachher. Gut, okay, so. Und da, ja, da sehen wir es ja, wir müssen zur Emma hinauf wieder. Hey, good news, friend. Your boys made contact with a doctor from the CDC. Are they coming to rescue us? Not exactly. All we need to do is get to Ocean Avenue and meet him there. We? What's this we? Well, if we want to save humanity, we need to get my immune blood over to him. Really? Really. If he's legit, he can make the CDC get me out of here. And I'll take you with. Well, sounds like you're the star of the show now.
Break a leg? Whoa, whoa, what happened to not forgetting friends? We cut through the horde, Sam and I donate blood, and we're all in Nevada by sunrise. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, I don't need to convince Sam. I need to convince you, and then Sam will tag along. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. Girl, he fought through an apocalypse to be with you. He had his chance. Exactly. And so he'll do anything for a second chance, yeah? This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Let me talk to your people, iron out the details with your PA. You just think about what Sam can do for you. The glass is bulletproof, you know? So, dann haben wir da jetzt da eine neue Karte. Nur für Emmy und Bruno. Bricht lieber Knochen als zusammen. Treffen im Sommer und rein sollen den Moderaten. Ah, okay. Robert insisted. Turns out the... Und dann haben wir da noch eine zweite. Der Dropkick. Dropkick! Ah! Wieso haben wir bei Amy zuerst den anderen bekommen? Ah, Bruno. Wir haben doch immer den Dropkick als erstes bekommen, oder nicht? Irre ich mich da jetzt? Den habe ich doch nie getauscht. Naja. I can't be downstairs right now. So many faces. So. Überzeuge Michael. Ja, genau. Wir müssen jetzt zu Michael. Michael! Michael? Dazu müssen wir zuerst nach Rom. Da. Dann Michael! Richtung M und da hinauf zu Michael. Genau. Na. Ah! Hinterm Trader. Trader's Room? Go down here, take the stairs on the right. Ja. This place is fucking huge, huh? Ja, ich habe mich verrannt. Must be in his room. Hey, friend, you got a... Two. I hope you're happy, you devil. Hey! Oh, that girl. And after everything he's done for her. No. No, that's it. It's time we had a talk, Emma. Don't. Whoa, hey, no. Emma needs to talk to Michael. Where's he at? Gone. Out there. Oh my god, why are these people like this? What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Okay, yes, can we focus? Where is he? Get off me! Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Great! End of the world and every man's gone loco over one needy little... Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. And that's no great loss. Whatever. We need to find him. Why'd you care? Why can't you morons just work with me here? Siento levantar la voz. Pero I'm not your enemy. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. Hills? Gracias. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. Hey, well, abuelita, if your contacts up there can hear you today, maybe you could ask them for some divine intervention down here, eh? And I will pray for Michael. Good, okay.
Sam wants some guns. Got any ideas? Later. Got more urgent matters right now. No problem, no problem. I'll fix it. That's what I do. So, was haben wir bei dir? Haben wir hier? Ah, du hast schon wieder Sicherung noch. Okay. So, da haben wir jetzt wieder. Nein, mit der Stufenanpassung fangen wir jetzt gleich gar nicht auf. Da haben wir das Medikit. Warum das jetzt gelb ist, weiß ich nicht. Hey, Carl. Auch hier ist nachher die Schnellreise möglich. So, und wir schmeißen uns jetzt So, da haben wir jetzt einmal ein bisschen was zum Einsammeln. So, und wie ist es jetzt da? Wenn man nur Schatz nennen. Schatz, und zwar ist es bei Emmas Haus. Und was kriegen wir da? Wir kriegen hier eine Machete. Ich muss dann nur bei der Emi beim letzten dann noch schauen, ob dann immer das Gleiche kommt. Gegebenenfalls mit einem anderen Level, aber ob die Waffe, der Waffentyp, der gleiche ist.
not done everything. Good. Na, da ist er ja. Schön brav stehen bleiben. Noch einmal stehen bleiben, das ist gut. Ja, die laden sich noch nicht so rasch auf. Wenn wir das gerne hätten. Na! Das ist blöd, weil da löst du den Alarm aus. Ach Gott. Warum auch immer du den Alarm da drinnen auslöst. Batterie haben wir da schon lange rausgenommen. Da ist keine Batterie mehr drinnen. Zur Kontrolle. Aber das waren jetzt Gott sei Dank nur 2 oder 3, ne? Also das war jetzt nicht so. So, und ja, da müssen wir gehen. Schwarmgeher, ja, na, der ist ein bisschen unangenehm. Weil du merkst eigentlich gar nichts, weil das geht nämlich nur auf die Ausdauer. Diese Innen Vanissen. So, wir sind jetzt da auf der anderen Seite von Emmas Haus. Also wir kommen da jetzt wieder zu Emmas Haus rauf. So, und der braucht natürlich Feuer. Jetzt stimmt's, jetzt ist der Dropkick. Ah, habe ich früher nicht aufgepasst. Aber wie gesagt, ich habe den Dropkick eigentlich immer als erstes bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann haben wir da unsere rotes Kistel. Spaltaxt, naja. Das ist jetzt da nicht das über drüber. So, da brauchen wir nachher den Autoschlüssel. So. This way's no good. So, aus der Richtung können wir nicht rüber. Darum müssen wir vorne über den Tennisplatz da oben gehen. In die andere Richtung können wir natürlich vorne dann raufspringen und über den LKW drüber. Und hier sind wir jetzt
da wo wir angefangen haben. Also wir sind bei diesem Swanson Haus da und sind da jetzt nur da unten beim Tennisplatz. Also wir kommen da wieder ganz normal rauf. Kimmen rauf. Müssen wir jetzt natürlich nicht. So, hier haben wir jetzt den ersten kleinen. Da bin ich zum ersten Mal gestorben. Okay. So haben wir das überhaupt noch nicht geschafft. So, jetzt haben wir jetzt den Autoschlüssel vom Trainer. Okay, da haben wir sogar einen Malmer. Der ist mir nicht mehr bewusst. Da werden wir jetzt aber wieder den Elektroschocker nehmen. Achso, ja genau. Tennisplatz. Autoschlüssel. Und Trainer. Die haben wir vorher noch nicht da drin gehabt, die werden wir jetzt einmal kurz nehmen. So, es steht jetzt der komplette Swimmingpool unter Strom. Und es steht hier der Weg unter Strom. Wie lange ist es gewusst? So, und dann sind wir da wieder. Und Beverly Hills.
Um dort hineinzukommen, brauchen wir die Keycard. Die Keycard hat einer von den 4 oder 5, die da unten sind, bei sich. Wenn ich mich nicht irre, ist das sogar der hinterste Malmer Schläger. Brauchen wir natürlich wieder die Waffe mit dem Feuer. Und der Schock, der wird jetzt nichts für uns haben, ne? Now you're in my way. These zombies don't know when to give up. So, warte mal, da können wir jetzt natürlich auch den da nehmen. Na? Wieso? Nimmst du gar keinen mit? Der nimmt keinen mit, okay. Na komm rüber, komm rüber, komm rüber. Oh ja. Der ist gut beieinander, der ist besser beieinander als der Drill Sergeant schon mal. Ja, ja, das ist schon gut. Das war fein. Das war wieder zu warten, bis das wieder alles aktiv ist. Jo, wir kriegen dann die Karten, dass das schneller auflädt. Weiß aber nicht mehr, wann wir die kriegen. Sehr schön. Und da ist ja auch schon Pass für den Kontrollpunkt. Easy. Ja. Beverly Hills.
control punkt Zugang. So, und dann geht's weiter. Ah, du kommst jetzt auch noch. Okay. Gut. Also schön, dass das selber ist. Okay. Na gut, dann werden wir das so machen. So, und jetzt kommst du darüber. Na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das sollst du ja da machen. Also gehst du daneben hin, okay. So, dann gehst du da einmal kurz durch, bitte. Danke. So, und dann haben wir jetzt freien Zugang. Beverly Hills, dead ahead. Nach Beverly Hills, nicht nur. Thank you.
No to keď si už veľa. Michael's playing with fire out here. Think he needs a visit from a reality check. So, und jetzt kommt Bill selber. Genau, so ist das nicht wahr. Michael's house. Maybe it's on the map. Also, Michael's Haus ist gleich da auf der. Dieses Weiße da. So, wir haben hier dann achso, das ist am Auto, genau. Das Wandern, nicht wahr? Nummer 5. Na bitteschön. Also, wir sind jetzt bei nur raus hier. Die Nummer 5. Das Wandern. Danke. Nice little place you got here, Michael. Those zombies think someone's in there. So, this boot is fresh. Someone's been here. Someone beat me to this one. And there's a blood trail. Nur von innen. Okay. Und dann haben wir hier. Ach so, warte mal, das ist jetzt. Mentor of the year. Das sind jetzt genau die Quest. You think you know a guy? Hollywood careers undressed. Das sind auf der Suche nach Mac. Das ist die. Main Quest, ne? Und da haben wir die Nummer 1 und die Nummer 2.
Das ist der Flyer für Michaels Kurs. Und Mentor des Jahres. Well, you got hustle, Michael. Michael? Locked. So, dann ist da mal Michael, zugesperrt. You all right in there? Nothing. Gotta get in there. Dann sind wir da mal in der Küche. Soundtrack signed by das the cast. Das ist kein Sammelobjekt. Gotta be some spare keys somewhere. Da liegt noch gar nichts, okay. Zum Sammeln. So, das ist jetzt die Nachricht. Das ist Nummer 3, gleich Jessys Nachricht. Jessys Notiz. Keys. But they're not here. Only got knocked off. I need to check on him. Und da haben wir dann gleich den Schlüssel. Okay, das ist überhaupt der Schlüssel zu Michaels Haus, okay. Michaels Haus Schlüssel. Damit können wir jetzt da hinüber. Just don't be dead. Whoa, whoa! Guess Michael's not home. So where to now? Best bet, he went to see this Jesse. It's just a map of a movie. Michael sure is connected. Where would I even start with all these names? Haben wir schon wieder so viel? Okay. Na dann Schwarz gleich mal zu legen. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If just as they're studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come though. After, you know. Okay. Bye. Jesse Kwan. Maybe that's who we went to see. Und damit müssen wir noch einmal zu den Adressbüchern. Jesse Kwan. Ah, it's my lucky day. Next door. I need to think like Michael. Leave a room like Michael. Through the window! So, und jetzt kommen wir zu Ricky, Roxanne, die bekannten Gesichter aus dem Trailer. Oh,
Sorry, zombie. Party's over. I'm no zombie, friend. Is it the pizza? Hey, do you have pizza? Can we talk inside? Yeah. Well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. The gate's automatic. Just close it. Oh, yeah. Well, we're having this big party, right? And some of the guys, not me, were riding on a gate, and it broke. And there's a whole bunch of spares in the garage, but it's, like, full of riffraff. Then I'll go in there and fix things, yeah? Oh, killer. I'll hit the garage button. You bounce the party crashers and fix things up. And then, dude, Mikasa is your casa. Hey, Roxy, we got company. Find your jeans. Oh, fuck is my underwear? I'm the only sane man left. Party's over, riffraff. Can you turn it up? I don't think the zombies in Bel Air can hear you. Seeing a flaw here. If I don't close that gate, this will never end. Na, warum bist du jetzt so da in der spazieren gegangen? This'll help. This is the erste. So, somit haben wir die mehr. Du? Die Tür. Und jetzt kommen wieder die Idioten da. Wo wir... Wasser haben. Und mit der Chemiebombe besser löschen können auf die. Ah, okay. Auch nicht schlecht. So, dann werden wir da oben springen. Platsch. Platsch. Wie viel überlebst du das schon wieder? Platsch, platsch. Yeah.
Alter, was macht der? Der na. Nicht, ja, na. Ich mag's nicht. Jetzt brennt es wieder. Bringe den Unterhosenmann dazu, dich reinzulassen. Naja. Das habe ich noch nie gelesen. Das habe ich wirklich noch nie gelesen. So, auf jeden Fall, den können wir jetzt dann nochmal. Unter Strom abschalten. Dann können wir uns noch mal alles holen, was da hier unten reingefallen ist. Und wir haben hier die erste. Well, that's no fair. Obi here had a head start on all the best weapons in these mansions. Na, falsch. Da haben wir noch die Adresse. Jesse. Und dann sind wir schon bei Nummer 38. Da haben wir jetzt die erste Suche. Abschiedsgeschenk. Aber klar. So, und dann haben wir Ricky. So, ich glaube, jetzt können wir aber sogar die Werkbank benutzen. Genau. Ja, wir durchqueren jetzt die kompletten Monarch-Studios. Na bitte. Das hätte man nicht weggenommen. Hey! Hey! Were you getting the pizza? Or were you fighting zombies in New York? Fighting zombies? Oh, right. Did you say pizza? Right. Zombies. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh shit! We gotta get to the evac! Roxy? Roxy, hey! Hey! Come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jesse, pack your shit! We're going! No rush. You've missed your ride. Oh! Oh, my fucking skull! Oh! Boom! Gods and whiskey. Gods and whiskey. Slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. You two prepped that much food?
Food? Of course. Listen, I'm just looking for your neighbor, Michael. You seen him lately? What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean? This was a waste of time. Okay. Jessie might know. Oh, she's not here. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear Mother, if you must have sex at 3 a.m, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. Hey, it's no playground out there. Hey, she's smart. She's in med school. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. Let me go talk to her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's, like, plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Let's hear your big plan, then. Can I see Jesse's note for myself? Yeah, cool. It's on the floor there. Your daughter usually hang out with construct. So, und da haben wir jetzt Angriff der Quonkrieger. Und Notiz auf dem Nummer 1. Notiz auf dem Kühlschrank. Also das ist Main Quest, ne? Also da gibt es dann eh nicht mehr Kühlschrank. Construction workers? Oh yeah. They were renovating one of the big houses up the hill, and the crew will hold up inside. You can't miss it. Und wenn ihr zurückkommen, ist da ein Trader. Endlich auch da. Big renovated house uphill. Okay. So, was haben wir denn da jetzt eigentlich? Eigentlich haben wir da ja sogar. Bessere Waffen. Die noch gar nicht aufgemotzt sind. So, Machete, da haben wir das mit dem Feuer, dann werden wir die Machete mit dem Elektrik-Mod verziehen und dann haben wir da erhöht den Schaden. Na, dann werden wir das machen. Machen wir einmal die Ausgewogenheit wieder. Ja. So, was haben wir dann da noch? Erhöht den Schaden, weil das werden wir ja wahrscheinlich eh nur zum Werfen verwenden. Da haben wir Feuer, ne? Dann werden wir da. Na. Da können wir Elektrik drauf geben, haben wir aber noch keine Teile dazu. Okay, na, dann werden wir das einmal so machen. Dann werden wir das einmal alles zerlegen.
Ja, aber man verkauft ist ja wurscht. Den haben wir noch nicht. Also wenn man Waffen findet, wo es drauf ist, dann bleibt es da drauf. Auch wenn man den Baumplan selbst noch nicht hat. Jetzt ist er weg, jetzt kann man ihn nicht mehr drauf geben. Aber das ist eh da unten irgendwie nicht wirklich notwendig. So, dann haben wir da jetzt da. Da haben wir nur Feuer, ja genau. Und da haben wir beide, ne? Das heißt, das werden wir da wegnehmen, das werden wir drauf geben. Und dann werden wir da das Feuer drauf geben. Und was nehmen wir? Oh ja, geht eh nur die Ausgewogenheit, okay. Da werden wir das nehmen. Da werden wir dann auch die Ausgewogenheit nehmen, wenn nichts anderes geht. Feuer, okay. Ausgewogenheit. Ausgewogenheit. Na gut, jetzt haben wir ja einiges verbaut, ne? Jetzt haben wir einiges verbaut. Schauen wir mal, was da jetzt noch schaut. Die Teile. Okay, da haben wir noch gar nichts mit Null, das ist einmal gut. Verbrauchsgegenstände, ja, da haben wir jetzt eine, zwei Sicherungen haben wir. Zwei, okay. So, die ist jetzt wieder da, statt da, also. Sehr interessant. So, und dann suchen wir Jesse. 90 Meter. Music. The hills are alive. The music's a distraction.
she must have climbed up. But the ladder looks busted from a fall. Das tut sich aber nicht weh, wenn er von da oben runterfliegt. Bin beeindruckt. Bin beeindruckt. Those are traps. Shotgun traps. So intricate. One of these construction guys knew their stuff. Also manche Fallen lassen sich ja dann wirklich zum eigenen Nutzen. Jesse! Jesse Kwan! You hear? Einplanen. Missbrauchen. Okay. Now what? Maybe they just think I'm a zombie. Ja, das wären jetzt so viele Waffen, das ist natürlich jetzt nicht so toll, dass wir dann irgendwann Räder haben. Also dann müsste es jetzt wieder mit zurück und dann noch mit 4. Dann ist das gleiche Theater nochmal. Nein, der nicht. Also der ist tatsächlich tot. So, dann haben wir da unsere Batterie. Das losen wir sicherheitshalber zu. So, dann kommen wir rauf in den ersten Stock. Das war halt mal bis jetzt bewusst auch noch nie aufgefallen. Das ist Holz. Vor allem ist das Ganze praktisch, wenn man es nicht entschärfen kann. Also wenn diese Schrotflinte irgendwo steht, wo man nicht hinkommt, sie zu entschärfen, dann ist das recht praktisch. Und mit dem Köder, Fleischköder, ist das auch ganz lustig und witzig. Wenn ich dann selber einrennen da.
Okay, I think I've heard enough. Jesse Kwan, you in there? Hey, turn the music off. It's drawing them to us. Oh, I can hear myself think. So, damit dann den Bauarbeiter wieder, den Vorarbeiter-Safe-Schlüssel. Puh, sure glad you showed up. So, da haben wir jetzt einen Verstümmeler-Mod. Verstümmeler, na bitte. Und haben wir jetzt schon mal 5 verschiedene. Einer fehlt noch. Die Säure fehlt noch, genau. Die Säure fehlt noch. Das haben wir aber jetzt nicht gut sortiert, oder? Die Machete? Was ist mit der Machete, die man gerade nicht dazu kriegt, oder? I'm Jesse. Name's Bruno. I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. We were only recently introduced. You bonded over not being dead? Yeah. And I want to keep us that way. You know where he is? On his way to Monarch Studios. Monarch Studios? Why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. And then the construction guys were zombies too, eh? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Only takes one bite. It might be why your mom's worried, yeah? Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. What else are us responsible kids for, right? Hmm. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. I hear that. Hey, want me to walk you to your door? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. All right, I'll check on Michael. So, gut, dann haben wir da jetzt die Machete. Genau, die jetzt ausbauen, haben wir genug. Ja. Ah, wir haben sogar Verstümmeler-Mod. Dann nehmen wir einmal den Verstümmeler-Mod, gell? Und Schaden anrichten schadet jetzt einmal nicht. Ja, wenn wir Platz brauchen, dann werden wir die Axt extra da mal weggeben.
So, okay, und dann geht's jetzt mal nach Studios. Monarch Studios. You better have a good reason for this, Michael. Da sind wir jetzt auf der Baustelle. Und da haben wir jetzt das nächste Sammelobjekt. Das wäre Leben wie die Reichen und Berühmten. Okay. Das ist Nummer 6. Spin-Theorie. Bitte. So. Seems they've regrouped from Jesse's distraction. So, und dann noch die Todeszone. Na bitte schön. Und da haben wir auch gleich das nächste Sammelobjekt. Plauderstunde nur raus hier, na bitteschön. Nur raus hier, aha.
Und da haben wir die Nummer 6. Die Plauderstunde. Und da haben wir jetzt die Rohrbombe. Schauen wir uns gerne an, die Rohrbombe. So, und bei den Schlüsseln haben wir jetzt die Todeszone Schlüsselkarte, für die man nach Studios kriegt. Ja. Zum Video, was haben wir da? Schockläufer, okay. So, und dann kommen wir raus. Ladies, ah. Please! No time for autographs. Okay. Mit dem habe ich da jetzt einmal nicht gerechnet. Ja, die Frage ist natürlich, was kosten die? Da steht nichts dabei, aber ich würde schätzen, dass die Grauen weniger Geld beim Verkäufer einbringen als die Grünen. Darum werden wir die mal alle da weggeben. Okay, du bist nur ein... Nein, ich will ja.
Okay. Ja, da war glaube ich auch nichts für uns, oder? Sonst würde er ja eher einen anderen Namen tragen. Und nicht mal mehr heißen. So wie alle anderen auch. Okay, da können wir gleich so draufklicken. Wunderbar. So, wie viel haben wir jetzt da? Euer 4.
Naja, das dauert sicher noch ein bisschen. So, jetzt regnet es gerade. Was machen wir? Schwimmen wir es noch geschwind weiter oder machen wir Pause? Wir werden vorne, wir werden das mit bis zu 7 jetzt einmal da vorne. Monarch Studios. Michael, when I catch you, you got some explaining. So, da haben wir was Neues, da können wir was Neues hingeben. Was haben wir denn da momentan? Wir haben die Medikits mit der Sprengung und wir haben den Rutschangriff. So, was haben wir da jetzt da? Na. Na. Das werden wir dann wieder nehmen, noch, ja. So, da la. Alles magnetisch. Enough space to sneak right in. Gut, solange die jetzt nur grau sind, ist mir das eigentlich wurscht, weil die grauen sind jetzt nicht so viel Geld. Da tut es weniger weh. Aber wenn jetzt viel blaue kommen, mit denen du dann nicht wirklich was abhängen kannst, weil du das nicht ausbauen kannst, ist das ein bisschen ein Problem. So, klare Sicht, das ist eine schlechte Karte. Ja, das ist sowieso klar und dann haben wir da schon das nächste Sammelobjekt. Da haben wir Park 1 wieder einmal. Und zwar ist das Nummer 5.
und heißt Space Fox. 22 50 Live Feed. So, da geht's da gleich mal gepflegt weiter. Mit der Lagerkiste. Das ist da nicht so gescheit. Ja, ich brauche euch ein bisschen einfach da. Das schaut gut aus, ja. Dann haben wir ein bisschen Glück gehabt, ne? Was soll das? Gib doch da meinen weißen Zielpunkt. A lot of staff shambling around. One's gotta have a key. Da haben wir den Schlüssel. Nice. Nummer 7. So, da kommen wir jetzt auch rein von der Seite.
to takuma něco třeba. Da hinten haben wir dann schon unseren Trailer mit unserer Werkbank. Und da werden wir dann kurz Pause machen, also ich werde da jetzt die Pause einlegen. Die wird wahrscheinlich etwas länger ausfallen. Ich gehe ins Kaffeehaus, treffe mich mit Mama. Und dann schaue ich mir an die Wiener Austria in Lucena. Muss man sich überraschen, was da beim Playoff rauskommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall dann gleich mal einen schönen Nachmittag. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann seht ihr immer, wenn ich online gehe. Und wünsche euch vorerst einen schönen Nachmittag und danke fürs Zusehen. Bis später. Ciao, Baba.